Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Uncharted 4. So, wir sind beim vierten Teil, wie gesagt, angekommen. Und haben hier schon die eine oder andere Sache hier gefunden und gemacht. Und ja, hier geht's nicht weiter. Vielleicht ist ja hier irgendwo ein Schatz noch zu finden, aber wir haben jetzt schon den Schatz eingesammelt. So, gehen wir hoch jetzt hier. Jo. Jetzt sind wir in einem Turm. Wir sind ja, haben ja das letzte Mal... Ja, wir waren ja das letzte Mal hier im Gefängnis. Warum auch immer wir da jetzt... Ach so, um das rauszureißen dort oder was? Geh mal hoch hier. Und nun? Ach so. Okay, mal im Ernst. Das ist ziemlich cool. Ach was. Aber es ist sehr schön zu sehen, zu hören, dass wir beim Nathan, dass wir wirklich durchweg bei allen Teilen hier komplett denselben Sprecher haben. Das freut mich natürlich, wenn das immer so gut passt. Sam, verpasst echt was. Dass der Nathan dann nicht irgendwann mal einen anderen Sprecher bekommen hat. Auf geht's. Burns Zelle. Ja. Zelle. Ihr Sweet. So. Wenn wir dagegen die Tomb Raider-Teile vergleichen, da die gute Lara, die hat ja dann immer wieder mal eine andere Sprecherin gehabt. Standardmäßig war es ja damals Baryon von Stengel gewesen, vom 4. bis zum 9. Teil. Dann in den Reboot-Teilen war es ja dann die Nora Tschirner im 1. Teil und bei Rise and Shadow of the Tomb Raider war es ja dann die Maria Koschny. Bloß, muss auch dazu sagen, die Tomb Raider-Reihe, die ist halt beinhaltet ja insgesamt 12 Spiele. Hier haben wir nur 4. Ja. Okay. Ich glaube, es. Wo fange ich an? Ja, Gott, wie war denn das Rätsel hier, Mann? Dieses ganze Gekritzel muss eine Bedeutung haben. Ja, haben wir hier auf der Taste wieder das Buch? Nee, umdrehen. Warte mal. Hä? Ist das das, was wir gerade gelesen haben in der letzten Folge? Wir drehen das mal um. Mein lieber Sohn Rit. Wo haben wir das denn her? Naja, okay, dann lesen wir das Ganze einfach mal. So, mein lieber Sohn Richard. Spanische Teufel halten mich im Vizekönigreich Panama gefangen. Mir wird Piraterie vorgeworfen. Der Prozess ist bloß eine Formalität. In Kürze werde ich gehängt. Ich gestehe dir jetzt, ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Zusammen mit den anderen der Mannschaft habe ich die Hindu-Gang in Isawai geplündert. Wir haben in den Augen Gottes viele Gräueltaten begangen. Und jetzt muss ich für meine Sünden bezahlen. Ich bewohne die am höchsten gelegene Zelle im Gefängnis der Spanier und kann das Meer sehen. Dabei sehne ich mich nach einem weiteren grausamen grusamen Augenblick mit dir und deiner Mutter. Obwohl ich vieles bereue, sei gewiss, dass ich mich mit meinem Schicksal abgefunden habe. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden, mein Kreuz tragen und sie entdecken, die Reichtümer des Paradieses, dich dein liebender Vater. So, zurück. So, lesen. Mal, der Teufel hat mir viel zu... das ist das gleiche, oder? Ja. Okay. So, warte. Hinweis. Untersuchen Sie das Symbol. Ach so. Ja. Sonne und Mond. Alchemie-Symbole für Gold und Silber. Moment mal. So. Sowas habe ich auf dem Brief gesehen. Das ist ein Teil des Symbols. Dreh mal um. Ja, da ist die andere Hälfte. Also dann. Sonne. Und mal Falten. Schon besser. Ah. Okay, ein Tierkreiszeichen. Das Zeichen für Schütze und Skorpion. Schütze und Skorpion. Das ist das Zeichen hier.
Schütze war doch das Ding hier. Wir gehen einfach mal hier. Warte mal. Nee, wir müssen hier irgendwas drücken. Warte. Schütze und Skorpion. Welches war jetzt? Das ist doch für Schütze da, oder? Das ist dieser Pfeil. Das ist doch für Schütze. Was war Skorpion? Mach noch mal auf. Ach so, da steht's doch. Rechts das Zeichen, als diese komische M. So. Ist das das Ding? Das ist hier die Seite. Diese komische Welle da. M. Ist gleich 2. Das ist das Einzige, was jetzt so dem nahe kommt. Wir probieren, können es ja einfach mal probieren. So, das wäre die römische 2, römisch 10 und 2. Oder das Ding da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das könnte. Das ist das hier, 2. Tatsächlich. Also einmal X und die 2. So, wo ist X? Na? Römische 10. Nichts. Was stand nochmal im Brief? Das Skorpionzeichen und eine römische 2. Ja. Und die römische Zahl 2. Nein? Okay, wo ist das Schütze-Symbol? Schütze. Römische 10. Ja, habe ich auch gerade gemacht. Oder gibt es hier mehrere? 10, 11, hier sind nochmal 2, 10 und so weiter. An der Wand. Das ist aber. Hatten wir doch gerade hier drüben. Oder gibt es die zweimal? Du sollst hier unten nochmal. Habe ich schon gedrückt, oder? Nee. Hä? Wir haben die römische 11, die römische, warte mal, oder 10 plus 2 wäre 12. Ja. Römische 10, römische 2 sind römische 12. Haben wir eine römische 12 irgendwo? Ja, würde ich die mal ausprobieren. 3, 1, 10, darf ich nicht mehr drücken, die 10 hier. Das hier ist eine 7, das ist keine 12 hier oben, das V und 2. So. Hier drüben. Ja, aber nirgendwo haben wir jetzt eine neue. Keine Ahnung. Ich finde kein X mehr. Hier unten, ja. Römische 12, ist das Ding. 2. X und II. Aha. Sieh sich das einer an. So. Wir zoomen mal ein bisschen ran L2. So. Umdrehen. Digna factis recipimus. Umdrehen. Das muss es sein. Dann mal zurück. Ja, ist auch egal. So, ja, genau. Weil 10 plus 2 gleich 12. Los. Wer hätte das gedacht? Ich sollte aufpassen. Ja. So. Ach so. Nein!
Alter Junge! Wo soll ich mich jetzt hinschwingen? Das ist witzig. Wo soll ich hin? Ach so, runter. Ich weiß nicht, wie ich mich abseile. So. Was abseilen? L1. Und abwärts. Ja, steht sogar. Ich hab's bloß nicht mitgekriegt. Ja. Jetzt. Na was wohl? Die gute alte Rutschenummer. Ja. Vorsicht. Wir lassen den Nathan hier aber auch in den dämlichsten Momenten hier verrecken. Und nun? Hm. Auf ein neues. Jo. So, mach mal auf hier. Auf Wiedersehen, Schulter. Mhm. So, ja, wir sind... Ich will was ab. Ich will einen Anteil. Träum weiter. Ja. Träum weiter. Hey. Oh, Scheiße. Nein, 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 nein. Oh. Das klappt ja. Das funzt doch. Halt, 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 halt. Erstmal hier unten umsehen, ob hier irgendwo Schätze zu finden sind. Ohne die verlasse ich das Spiel nicht. Aber hier scheint nirgendwo was zu sein. Deswegen kommen hier wieder. Hoch hier. Na? Ach so. Oh. So muss es laufen. Schön festhalten. Na? Ja, los, brav. Hoch mit dir. Ach, und jetzt sollen wir uns hier runterlassen. Moment. So, nichts mit Schätze. So, okay. Hast geschafft. Was gefunden? Drake? Was? Aber alles leergeräumt. Falls da irgendwo ein Hinweis versteckt ist, war nicht zu finden. Bist du sicher? Hast du an der richtigen Stelle gesucht? Vielleicht habe ich nur irgendwas in dem Brief übersehen. Vielleicht gab es noch einen Turm, der schon längst eingestürzt ist. Naja. Gibt es irgendwelche Skizzen für diesen Laden? Ich meine, Baupläne oder so? Kann sein, da ist ein ganzer Haufen alter Akten. Okay, toll, toll. Schau sie dir durch. Sieh zu, was du rausfindest. Ich rede inzwischen mit Sam, er ist unser Avery-Experte. Vielleicht kriegt er dieses ganze Chaos auf die Reihe. Okay, ich sehe mir die Akten an. Los, ja. Dreh dich um. Okay. Wenn du mit dem geredet hast, komm zu mir. Alles klar. Na. Gringo, wenn ich dich noch einmal beim Prügeln erwische, gibt's eine Woche im Loch. Du bist ein guter Schauspieler, Vargas. So gut wie ich. Te puedo decir, ¿eh? Suerte de principiante, ¿verdad? Hijo de puta. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Mann, die haben dich ganz schön fertig gemacht. Bist du okay? Hab schon Schlimmeres eingesteckt. Komm. Hey, wo, 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 wo. Du willst mich doch wohl nicht im Dunkeln lassen. Du hattest recht. Nein, wir hatten recht. Jetzt müssen wir nur Ray finden. Rafe. Fang nicht an, bitte. Na, komm schon. Wie du sagst, wir waren das.
Du und ich. Und jetzt soll dieser reiche Sack den Rahmen abschöpfen? Wie lange haben wir versucht, hier reinzukommen? Wir hatten Hinweise. Nein, hatten wir nicht. Okay, keinen einzigen. Es ist so. Kein Rafe, kein Vargas. Und wir wären nicht hier. Apropos Vargas, wir haben ein Problem. Was für ein Problem? Hat er dich ins alte Gefängnis gelassen? Ja, hat er. Okay. Nachdem er den Brief las. Oh. Hm. Und wie viel weiß er? Genug für einen Anteil. Ach, scheiße. Rafe, falls sonst noch jemand davon erfährt. Ich kläre das mit Vargas, keine Panik. Und jetzt kümmern wir uns um wichtigere Dinge. Okay, suchen wir uns was, wo uns niemand stört. Okay, die Luft ist rein. Okay, und was haben wir? Oh, Scheiße. Darf ich? Sei vorsichtig, okay? Holz mit Gold und Silber in Tarsien. Sehr schön verarbeitet. Es ist hohl. Würde sich einer von Averys Männern die Mühe machen, ein Kruzifix zu verstecken? Es ist kein Kruzifix. Ein Kruzifix repräsentiert nämlich Jesus. Es ist nicht Jesus. Hast recht, keine Dornenkrone. Er ist ans Kreuz gefesselt. Na, wenn's nicht Jesus ist, dann... Lies die Inschrift. Digna factis recipimus. Wir empfangen... Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Ja. Sieh mal an. Ein katholisches Waisenhaus hat auch Vorteile. Der heilige Dismas. Ja, der reumütige Dieb. Wo ist die Verbindung? Jungs, tun wir so, als hätte ich die Sonntagsschule geschwänzt. Okay, bei der Kreuzigung wurde Jesus zwischen zwei Diebe gehängt. Okay, einer von ihnen verspottete Jesus. Der andere, dieser Typ, war reumütig. Er nahm seine Strafe mit Demut an. Und Jesus führte ihn ins Paradies. Reumütiger Dieb. Ja. Was? Du hast die Lösung. Es gibt eine Kathedrale des heiligen Dismas in Schottland. Warte, Avery wurde zuletzt in Schottland gesehen. Das kann kein Zufall sein. Ach. Wisst ihr, ich hatte meine Zweifel bei euch beiden, aber finden wir Vargas und dann raus aus diesem Drecksloch. Lass mich raten, mit dem Kerl hast du dich angelegt? Da wusste ich noch nichts von seinen... Freunden. Le dije que no hayamos terminado. Mira, ya nos ganaste, okay? Muy tarde para hablar. ¡Aquí no sale! Hey, ¿weißt du was? Tú no te metas. Okay. So, ja, ich hatte mich kurz vorhin in der Cutscene eingeschaltet, weil ich dachte, die Cutscene ist zu Ende. Okay, na dann. Schikanier? Also mal gucken, wer von den ganzen Typen ich hier bin. Beziehungsweise wer der Nate ist. Zeig's mir! Wir sind hier noch nicht. Beeilen wir uns, damit wir abhauen können. Kommen in die Pierna! Machen wir platt, guck mal hier. Pass auf. Ui. Schlägen auszuweichen. Ach so, hier muss ich Kreis drücken, um auszuweichen. Hora de irse, gringo. Sportlich unterwegs, der Nase, kann das sein? Das war's!
Aua. Hey, hey, lass los. Gut, espera. Ya basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde cuáles reglas. ¡Aliense! ¿Qué es esto? ¿Eh? ¡Dame! ¿Es das Schmuggelware? Vargas. ¡Cállate! ¿Für wen hältst du dich? ¡Llevo su celda! Atrás a los gringos a mi oficina. Déjanos. Déjenos. Hast dir Zeit gelassen? Wir wurden fast getötet, Mann. Kann noch kommen. Vargas. Im Ernst? Oh, ich hab nichts gefunden. Muss der falsche Turm sein. Und? Was soll ich sagen? Ich bin Katholik. Hab immer eins dabei. Witzig. Hey, hey, hör zu. Es ist wertlos, okay? Haltet ihr mich für blöd? Okay, du willst neu verhandeln? Schön. Benimm dich nicht wie ein Kleinganove. Und jetzt weg damit. Danke. Wir geben dir, 10%. Die Hälfte. Wir machen die ganze Drecksarbeit. 20. Ohne uns würdest du ihn nie finden. 25. Alle gleich. 25. Hört sich das fair an, Jungs? Damit kann ich leben. Ja, klar. 400 Millionen durch 4, das geht. Wir haben einen Deal. Ja, einen Deal. Okay. Dann komm mir noch einmal so. Verdammt. Das war's. Bist du total durchgeknallt? Willst du es wirklich wissen? Leute, was machen wir? Wir halten uns an den Plan. Gehört dir das zum Plan? Folgt mir. Los, los! Na dann. Verdammt nochmal. Na. Rafe, wo gehen wir hin? Zum Leuchtturm. Wir sollen folgen. Du schaffst doch nicht mal durch die Tür zu laufen. Keine Ahnung. Gehen wir nach draußen und finden es raus. Scheiße. Sackgasse. Das Fenster. Beeilung. Hier. Ja. Na los, raus hier. Ich sehe den Leuchtturm nicht. Wir sind erstmal von den Wachen weg. Wo wir hin sollen, einfach hinterher. Nein, hör auf, die Fett zu klemmen. Was soll ich hin? Da. Da lang. Dann will ich mich mal konzentrieren. Ich muss mal kurz die Klappe halten. Noch eine Sackgasse. Die Feuerleiter. Nathan, bring mich da hoch. Na los, Sam. Na komm, beeil dich. Wir haben keine Zeit. Obwohl es wird geschossen. Ja. Echt jetzt? Okay.
wo ist er denn? Okay, wir müssen Rafe einholen. Schnell. Jo. Ich dachte, du vertraust ihm. Tu ich. Gewissermaßen. Ja, wo lang? Da ist ein Schacht. Hilf mir schieben. Na, wohin? Ja. Ach so. Der Schacht. Lass los. Lass los. Ja, er wird ohne uns abhauen, oder? Nicht, wenn wir schnell sind. Na los, nach dir. Schnell sind? Was verlangt denn ihr von mir? Sie sind überall. Okay, alles sauber. Der Ort ist ein Irrgang. Ja, als wollten sie nicht, dass wir abhauen oder so. Danach müssen wir erstmal absteigen zum Gefängnis. Oh, scheiße. Okay. Wache. Ja, amigo. Hey, Rafe. Schön, dich zu sehen. Leg uns die Alte runter. Fast geschafft. Da ist der Leuchtturm. Wie gesagt, an den Plan. Freu dich nicht zu früh. Ja, hier ist Sprungschanze. Extra reingelegt. Komm, 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 hoch mit dir. Sam! Komm, ich zieh dich hoch. Ich hab dich. Komm. Nein. Nein, festhalten. Festhalten. Sam! Die andere Hand. Los, hoch. Nein! Sam! Wir müssen weiter. Nein, er ist noch da unten. Nein, er ist tot. Komm, das Boot ist auf der anderen Seite. Nein, ich kann nicht. Ich lasse ihn nicht hier. Nate, dein Bruder ist tot. Komm mit mir oder geh zu ihm. Nein. Wie du willst. Ja, das ist scheiße, sowas. Ach, da unten. Na? We'll be right back.
ein Signal, bist du bei den Koordinaten. Eine Spur von der Beute? Nein, noch nicht. Bekommst du da oben Signale? Leider nicht. Okay, ich schwimme stromabwärts. Halt mich auf dem Laufenden, okay? Alles klar. So. Ja. Hier, am Ende der dritten Folge kriegen wir erstmalig in der Geschichte der Uncharted-Reihe ein Intro. Hatten wir ja nie gehabt bei Uncharted. Ja, jetzt müssen wir natürlich wieder hier 1918. So, jetzt müssen wir sehen. Wir haben jetzt 2017 ist das hier. So, das ist das alte von damals. So. Mein alter Speicherplatz. Den überschreibe ich jetzt. So. Ja, wir haben erstmal ein Intro gekriegt hier am Ende der Folge und genau hier machen wir in der nächsten Folge weiter. So, und im Intro haben wir wirklich so schön aufgezeigt bekommen die ersten drei Teile, die wir ja bis gestern gespielt haben. So, also wir sind ja natürlich hier voll drin in der ganzen Reihe. Haben sie gut gemacht. Auf jeden Fall und weiteres sage ich dann auch in der nächsten Folge wieder mit dazu. Also wir haben ja jede Menge Holz hier noch zu machen und ich bin mal gespannt, wie viel länger jetzt der Teil mich beschäftigen wird jetzt als die Vorgängerteile. So, damit hoffe ich natürlich, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben, lasst mir gerne ein Abo da und besucht mich gerne auf Twitch.tv. Dankeschön fürs Zusehen und ciao.